Wir sind heute aufgebrochen, etwas ganz Besonderes zu sehen, und zwar Stromatolithen. Stromis! Und hier sind wir jetzt, da ist ein Weg, der führt zu den Stromatolithen. Und hier ist eine Erklärungstafel auf einem Muschelberg. Stromatolithen sind die ältesten Lebensformen der Welt. Es gibt sie seit 3,5 Milliarden Jahren. Und man hat gedacht, sie sind damals ausgestorben und durch neuere Lebensformen ersetzt worden. Aber in Wahrheit haben sie sich nur gut versteckt gehalten, bis sie jemand vor gut 50 Jahren entdeckt hat. Und sie sind der Link, die Verbindung zwischen dem Leben von heute und dem Anfang aller Lebens. Und das sind sie jetzt, die Stromatolithen. Einfache, langweilige Felsen. Und auch das, was hier unter uns wächst. Man nennt sie lebende Felsen, weil sie im Jahr, ich glaube, 0,3 Millimeter wachsen. Und die richtig großen Felsen da hinten, die sind einige tausend Jahre alt. Man sieht hier auch immer noch, früher wurde hier Wolle transportiert auf dem Schiff mit Kamelwaggonen. Man sieht immer noch die Furchen, die die Waggone hinterlassen haben. Und die armen Stromatolithen sind dabei kaputt gegangen. Der Grund, warum sie nur hier leben und sonst höchstens noch an zwei, drei anderen Stellen auf der Welt, ist der, dass aufgrund dessen, dass es hier so eine kleine Bucht ist, der Salzgehalt im Wasser doppelt so hoch ist wie sonst im Meer. Und Fische, die normalerweise die Stromatolithen essen würden, haben keine Chance, weil sie diesen Salzgehalt nicht vertragen. Und als sich vor 3,5 Milliarden Jahren die ersten entwickelt haben, da war so wenig Sauerstoff in der Erde, also auf dem Planeten, dass es kein anderes Leben geben konnte. Aber diese kleinen Dinger produzieren Sauerstoff und sie haben es geschafft, über eine lange Zeit hinweg, vielleicht nochmal 1, 2, 3 Milliarden Jahre, wer weiß, so viel Sauerstoff zu produzieren, dass wir uns entwickeln konnten. Und gelegentlich kann man mal ein kleines Sauerstoffbläschen aufsteigen sehen. Toll. Hier kommt eine hoch. Genau in dem Ritz da. Ja, ich sehe es genau. Das dauert eine ganze Weile. Flup, flup. Die anderen Blasen sind von den anderen Stromatolithen. Was man hier gar nicht so richtig sieht, ist, dass wir auf kleinen Muscheln laufen und die reichen 10 Meter tief in die Erde. Das sieht man eigentlich erst hier, wenn man mal so einen kleinen Wall hat, dass das alles kleine Muschelchen sind.